Jawohl. Ilja gegen Nico. Golden Scorpion gegen Loco Muay Thai. Ja, Nico versucht es direkt mal mit dem Hike. Oh, also gute Wemserei, sehr schön. Ja. Nicht schlecht. Oh, gut platziertes Knie im Clinch. Ja, vielleicht auch schon aufgefallen dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer. Diesmal die Rundenzeit 3 Minuten. Das heißt, wir sind in einer höheren Klasse im K1. Oh, schöner Linke hier von Ilja. Oh, that's durchaus auch mal zum Körper trifft mit einem Haken. Low Kick geblockt. Oh, harte rechte, hartes Knie. Direkt mal versucht, einen Spinning Kick anzubringen. Ah, Ilja trifft hier immer wieder deutlich. Wir sehen auf Nikos Gesicht, rechte Seite, ganz deutliche Rötung von den High Kicks, die da immer wieder in den Handschuh einschlagen. Aber da geht natürlich Impact durch. Lass die Schiene außenrum, die Lateral raus. Harter Inside Low Kick mal. Oh. Hat da tief geguckt, hochgetreten und aus dem Absetzen sofort nochmal einen Heel-Kick angebracht. Das ist auf jeden Fall technisch schon ein anderes Niveau, ja, was die beiden jetzt zeigen. Da sieht man auf jeden Fall einen Sprung im Skill-Level. Ilja immer wieder mit harten Kontern. Ja, allerdings nicht nur sein Gesicht gerötet jetzt. Der Oberkörper auch schon. Beim Nico, ja. Ja, beim Nico, ja. Ist sichtbar. Nur das. Da ging ein Treffer etwas zu tief. Nico berappelt sich und führt fort. Oh! Harte Kombination von Ilja. Direkt nochmal ein High-Kick hinterhergeschoben. Der setzt hier wirklich ganz deutliche Akzente. Oh! Oh! Ah! Weiter geht's. Boah, Ilja, oh, Ilja direkt im Vorwärtsgang. Knüpft da an, wo er aufgehört hat. Es wirkt jetzt schon fast ein bisschen einseitig. Oh, sehr, sehr harte Kombination. Nico fängt zwar einiges auch auf die Deckung, aber da kommt halt schon eine ganze Menge an. Ja. Hey, versuch's hier mal mit dem eingesprungenen Kick, Knie. Das Gleichgewicht, Ilja sofort wieder vorwärts. Holt ihn hier runter. Jetzt hat Ilja den Tiefschlag kassiert, den Tieftritt. Oh, bringt Nico hier wieder aus dem Gleichgewicht, setzt hart nach mit der Rechten. Hält die Distanz schön über Pushkicks. Na, da ist Nico auch mal durchgekommen. Aber ja, die längeren, härteren Kombinationen kommen da definitiv von Ilja. Ein bisschen Gas geben jetzt! Also Einzelaktionen bringen da auch nicht so viel. Da muss man ein bisschen
sich über Kombinationen vorarbeiten da. Versucht mal über einen Spinning Kick zu arbeiten. Da bringt Ilja nochmal einen Middle Kick ins Ziel. Weicht der Antwort aus. Nico mal einen Kick zum Körper. Hart, der saß auch. Ilja scheint ja auch ein bisschen runterzufahren. Scheint mir so. Ja, die 3-Minuten-Runden sind auch lang. Die beiden haben ein hohes Output. Bisschen früher antworten, nicht mehr. Immer wieder Nico marschiert immer wieder auf Ilja zu. Schafft es aber nicht so richtig zu platzieren. Kommt einfach nicht richtig durch. Ja, Ilja empfängt ihn halt viel mit seinen Push-Kicks oder lässt ihn in die Kombination laufen. Die letzten 10 Sekunden der zweiten Runde. Oh, ah, jetzt Nico, ja. Kann Nico hier nochmal ein bisschen zeigen, wird aber beantwortet. Und Ilja schließt stark ab. Da öffnet Nico. Oh, kriegt jetzt Kinn, Knie zum Kinn ab. Diesmal trifft das eingesprungene Knie hier Ilias Oberkörper. Aber der antwortet wieder sehr hart. Ah, da hat Nico seinen Spinning Kick mal ins Ziel gebracht. Ja, so ein bisschen im Rückwärtsgang jetzt. Jetzt aber kommt er wieder nach vorne. Ja, Nico versucht sichtbar hier hochzudrehen. Ja, muss er aber meiner Meinung nach auch. Na, absolut, das ist ihm auch bewusst. Er wird hier wilder und härter. Ah, das Knie hat gesessen. Ilja weiß das, bleibt hier sehr ruhig, ganz stoischer Gesichtsausdruck. Ja, Nico jetzt mit so Einzelaktionen versucht so einen Trick nach dem anderen, hätte ich fast gesagt. Ja. Die Jungs sind halt auch beide sichtbar langsam mal zu Beginn des Kampfes. Langsam macht die Kondition sich natürlich auch bemerkbar. Hier so ein eingesprungenes Knie zum Körper von Nico, das auch trifft. Schöne Kombination hier von Nico. Da kriegt er auch ein zustimmendes Nicken und Lächeln von Ilja für die Kombination. Der bedankt sich mal mit dem Knie zum Gesicht. Wirklich ein schöner, schöner Kampf. Ja. Super hohes Niveau. Wieder das Knie von Ilja. Oh, gute Kombination mit Low Kick abgeschlossen. Ja, jetzt kommt Nico noch mal nach vorne. Ilja antwortet sofort. Wir sind in den letzten Sekunden des Kampfes. Wer zeigt noch mal was kurz vor Schluss? Sehr schöner Kampf. Ja, müssen wir mal schauen, ob es für Nico gereicht hat. Ich wage ja zu befürchten, dass das nicht gereicht hat, dass wir den Sieger in der roten Ecke sehen. Der Sieger kommt aus der roten Ecke. Ilja! Wie erwartet. Ja, bekommt den Sieg, verdient ihr zugesprochen.